So, wer da der Meinung ist, dass da vielleicht zufällig eine Schülerin mit gleichem Namen in diesem Lauf schon wieder startet, nein, nein, das ist so. Miriam Manonte-Garcia, das ist die Silbermedaillengewinnerin von eben für die 800 Meter Freistil. 3 Minuten hat sie vielleicht zum Verschnaufen gehabt, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen den Rückwärtsgang oder zumindest das Zurückfahren in der zweiten Hälfte über die 800 Meter Freistil, nachdem sie gemerkt hat, dass sie da einfach ganz vorne nichts ausrichten kann gegen Jessica Farin. Hat Silber abgesichert, versucht jetzt nochmal anzugreifen. Ich denke, diese Medaille dürfte das sicherlich nichts werden. Das ist die Regenerationszeit einfach zu kurz, aber auch hier warten wir natürlich das Endergebnis an. Schauen uns mal an, was Katinka Hoss zu machen. Die ist unter Weltrekordzeit nach der Schmetterlingsstrecke und wir wollen die Zeit im Auge behalten, 206.15. European Championship record holder, there in lead number 4, Katinka Hoschu, in the lead of the first 100 meters here and a backstroke leg in a time of 32.42 seconds. That was the way fastest time of this group in a backstroke leg, followed by Emily Velasco from Hungary also, and Wendy van der Sande from the Netherlands. And once again, sitting there in lead number 5, Emilia Monte Garcia, right next to and after 800 meters freestyle, Pere Monte Garcia now back in the pool. So, 0,19 über Europa-Rekord, der Weltrekord, den habe ich mal abgeschrieben, der müsste weg sein. Veranstaltung ist im Kurs, war es ja bereits im Halbfinale 2.841. Katinka aus Ungarn, die Welt- und Europameisterin auf dieser Strecke. Improvement for the